in den Sack? Nein. Die Mission hat uns überhaupt keine positiven... Kann es sein, dass wir mit plus 50 Sympathiepunkten das Maximum erreicht haben? Pass mal auf, da müssen wir eventuell... Ja, ja, schießt ihr nur wieder. Pass mal auf, wo ist denn... Wow. Gehen hier gleich wieder drauf, das ist ja... So, da mal nachfragen. Ich habe meine These... Ach, vergiss es. Hier, Missionen. Eine Liste sämtlicher Pflanzen und Tiere auf dem Planeten Kell muss erstellt werden. Du hast ohnehin nichts Besseres zu tun. Ja, das... wie finde ich das? Wichtige Information. Entfernung ungefähr ein Parsec bis zu der rote Stern namens Tali. Wiederhole. Bezahlungsinformation 100.000 Spordollar. Frage. Werden Auftragsklauseln akzeptiert? Ja, logisch. Missionsstatus vom Auftragnehmer angenommen. Andauernd. Was soll das heißen, andauernd? Ich will euer Freund werden. Äußerung zur psychologischen Ermunterung. Danke, großartig. Status des Auftragnehmers? Abreisend. Ich möchte dich eigentlich noch was anderes fragen. Und zwar kannst du mich reparieren für 12.500. Ist zwar ein bisschen teuer, ich habe kein Geld mehr, aber... Ach du Schande, jetzt sollte mal Gas geben. Darüber. Hört auf mich zu ballern. Ich fliege in mein Sonnensystem. Eieieiei. So, aufladen, reparieren, Handel. Och, da können wir das blaue Gewürz mal rausschmeißen. Hier können wir ein bisschen Nachschub wieder kaufen und dann denke ich, gehen wir mal. Wo müssen wir denn eigentlich hin, sag mal? Da habe ich jetzt überhaupt nicht geguckt. Und wir haben nur 6,5 Minuten Zeit. Wo ist denn Tali-System? Da oben. Moment mal, du willst auf dem Planeten Kelm? Der gehört doch mir. Um deine... Ach, Menschenskind. Ach, ich bin doch doof. Ich bin doch doof. Die Viecher, die wir da drauf... Schnauze jetzt. Die Viecher, die wir da drauf gebeamt haben, die hat man doch schon längst. Die haben wir doch wieder hochgebeamt. Haben wir jetzt wieder im Frachtraum. Das heißt, wir hätten eigentlich gleich hier bleiben können. Missionsstatus erfolgreich abgeschlossen. Jo, geäußertes Lob, sehr gute Arbeit. Geleistete Bezahlung, 100.000 Spordollar. Äußerung anlässlich der Abreise, dass die Kroxreich wird erwägen, dir die Fortführung deiner Existenz zu genehmigen. Das ist sehr nett, dankeschön. Aber irgendwie bringt das nicht wirklich was für die, noch weitere Missionen zu machen. Wir sind hier offenbar beim Maximum angekommen, bei plus 50. Mehr geht mit Missionen nicht. Plus 10 scheint offenbar das Maximum an Geschenken zu sein. Plus 8 galaktisches Gesetzgeber. Sag mal, wie soll man das denn schaffen? Moment, ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich werfe einen kurzen Blick auf mein Handy und dann weiß ich, dass wir schon wieder 11 Minuten lang spielen. Und hört auf mich zu ballern. Wo ist mein Heimatstern? Vergiss es. Ich glaube, ich weiß wie. Wir es anstellen. Es gibt da noch ein paar Punkte, die sind noch nicht so ganz erfüllt. Was war das denn gerade? Dieses komische weiße Ding, was da gerade zu sehen war, oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich. Ui. Ui. Da hauen wir jetzt doch gleich mal dieses ganze Gewürz raus. Das ist ja unglaublich. Ich denke, ich weiß, wie wir es anstellen. Das wird uns jetzt zwar fast unser komplettes Geld kosten. Komm, nehmen wir so ein Ding auch nochmal mit. Aber ich denke, das lohnt sich. So, wir werden uns jetzt also feindliche UFOs greifen den Planeten wie Trimuna an. Immer noch. Oder schon wieder. Da wollte ich jetzt nicht hin. Pass mal auf. Wo haben wir da... Oh. Oh. Das war offenbar da hinten, kann das sein? Mit dem, also mit dem Monolithen meine ich. Fährt, ja, genau, da haben wir doch die Monolithen gesetzt. Du hast uns besser gemacht. Plus 50, wir mögen neue Bekanntschaften. Plus 30, macht 80, macht, wenn es doch bei den Crocs auch so wäre. Unsere Rasse dankt dir für deine Freundlichkeit. Jetzt können wir unsere Produkte galaxieweit vermarkten. Im Namen der galaktischen Gemeinschaft heiße ich dich im Weltraum willkommen. Junge, das ist ekelhaft. Hier können wir mal das lilane Gewürz rausschmeißen und dann haben die den Interstellarantrieb 5. Vielflieger 5, Laufbursche 4, ach, werden wir mit der Zeit freischalten. Aber jetzt möchte ich nicht zu denen, sondern ich möchte es mir mit jemand anderem
verscherzen. Da hat man noch Aliens. Wo ist denn euer Heimatplanet? Sag mal, ist das der da auf dem Planeten mit? Mit! Das ist T2. Was ist mit euch los? Kann man dich essen? Och Gott, nicht sowas schon wieder. Blick auf, ich komme von den... Ach, ihr wisst schon, dass ich arrogant bin. Ist schön. Und nein, Kuchen haben wir nicht. Und wo ist denn jetzt der Planet mit? Der war doch da hinten. Hinter einem Gasriesen. Das ist aber... Weißt du eigentlich, was das für... Das ist aber nur T1. Also das ist nicht deren Heimat. Wie es scheint. Pass mal auf, dann fliegen wir jetzt mal dahin. Kurz hier rein, damit er das auch anzeigt. T2, das ist aber offensichtlich auch nicht. Nein. Dann gucken wir mal hier. Und da hätten wir ebenfalls T2. Die stehen voll auf T2, oder? Das ist er ebenfalls nicht. Ich hoffe, es ist der da. Und T3, pass mal auf. Mal ganz kurz gucken. Jupp, das ist er. Der leuchtet so fett. Tja, Leute, dann werde ich jetzt mal euren Heimatplaneten wegbomben. Ne, wo ist denn der Planetenklatscher? Oder soll ich ihn wirklich ihren Heimatplaneten zerstören? Ach was, weißt du was? Vorher fangen wir noch einen kurzen Krieg an. Ich habe hier eine Antimateriebombe. Und dieser Angriff wird vollkommen überraschend kommen. Oh Mann, dieses böse Gelächter kriege ich irgendwie nicht so wirklich auf die Reihe. Oh, so schnell ging das mit dem Krieg. Wir werden eine Zivilisation auslöschen. Jetzt geht's los. Ja, träum weiter, Kleiner. Guck dir mal das hier an. Und jetzt schnell weg. Lebt wohl. So macht man das. Bah. Hieß der Planet auch vorher schon so, oder? Egal, das Ding ist jetzt hinüber, kann nicht wiederhergestellt werden. Eintreffende Funksignale des Drachub-Reiches. Du wirst es noch bereuen, dem Großen Rat entgegengetreten zu sein. Wir befinden uns jetzt im Krieg. Genau das wollte ich doch, Kleiner. Genau das wollte ich doch. Ich sollte vielleicht mal kurz die Autoblaster einschalten. Und dann hauen wir... Nee, pass mal auf. Da kommt mir jetzt doch glatt ein anderer Gedanke. Wo ist denn das Drachub-Reich? Die da sind es, ne? Ja, schießt ihr nur so viel ihr wollt. Das ist, glaube ich, euer Heimatstern, oder? Ist das euer Heimatstern? Lass mal sehen. Ja, der leuchtet auch wieder so fett. Dann flieg mal da runter und zwar ganz, ganz schnell. Weil wenn man Planetenklatscher einsetzt, das ist dann quasi auch so ein... Du hast galaktische Gesetze gebrochen und jetzt hier Gravitationswelle. Mit der gibt es eigentlich den gleichen Effekt. Hier galaktisches Gesetz gebrochen. Tja, Leute, so ist das nun mal, wenn man mit den Groks befreundet ist, naja, halb befreundet ist und... Du hast die Eroberer 4-Plakette erhalten. Held der Forschung, erreiche die Meisterplakette der Stufe 10 als Forscher. Hey ja! Meisterplakette? Glückwunsch! Du hast dir die höchstmögliche Stufe verdient. Du bekommst den Titel Omnipotent. Gut gemacht. Ja, das ist schön, ne? Wir sind hier unten tatsächlich voll. Guck mal in die Geschichte. Wir haben... Ach du meine Fresse. Ein klares Beispiel dafür, dass wir schon viel zu lange in Spore sitzen. Um genau zu sein, sind es 4.336.576.100 Jahre. Viel zu viel. Und nein, das Gewürz werde ich jetzt nicht mitgehen lassen. Ich werde jetzt mal zu den Groks fliegen und schauen, was die von der ganzen Aktion so halten. Die haben hier in der Zwischenzeit einen neuen Heimatstern aufgestellt. Wo sind denn da? Also sie sind immer noch im gelben Smiley-Bereich. Autoblaster. So, jetzt... Wir sind bei plus 26. Wir haben hier galaktisches Gesetz gebrochen. Plus 31. Das ist doch mal super. Mal aufladen, reparieren, aber in den Handel kommen wir immer noch nicht rein. Also das hat jetzt einen enormen Powerschub gebracht, was? So, pass mal auf, dann machen wir jetzt noch mal ein paar Missionen.
Müssen das Bedrohungspotenzial der Rasse im Tali-System bewerten und du wirst uns dabei helfen. Logisch. Im Tali-System gibt es organisches Leben, sind Steppenfliege, beschaffe Mitglied, ja da da.